werde sprechen über Linkahead, unsere Software, die wir entwickelt haben, tatsächlich am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, um dort Bilddaten zu verarbeiten und zu managen. Und ich werde diesen Vortrag ungefähr in zwei grobe, große Teile sozusagen strukturieren. Das eine ist erstmal eine recht allgemeine Einführung. Und im zweiten Teil habe ich mir versucht, einen Use Case rauszusuchen, an dem ich nochmal demonstrieren kann, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen agiles Datenmanagement, weil das sicherlich sozusagen ein bisschen Erklärung oder vielleicht lieber ein bisschen Demonstration braucht, damit man versteht, was wir damit meinen und was wir daran so praktisch finden. Genau. Ich bin aktuell assoziiert natürlich mit meiner Firma Indiescale, bei der ich angestellt bin. Aber innerhalb der Firma bin ich im Projekt Bad Cat. Das werde ich jetzt auch noch kurz einmal vorstellen. Beim Projekt Bad Cat geht es darum, einen digitalen Zwilling zu entwickeln für die Batteriefertigung, also ba digitale Zwillinge für einzelne Zellen, komplette Batterien für die für die Production Line, in der die Zellen hergestellt werden, Batterien zusammengesetzt werden und so weiter und so fort. Mit dem Ziel, einen digitalen Zwilling für eine grünere und nachhaltigere Herstellung von Batterien in Europa zu entwickeln. Genau, das Projekt ist EU gefördert im Horizon Europe Kontext. Die Grantnummer ist hier auch zu sehen. Also wer sich das genaue Projekt anschauen möchte, hat dort die Möglichkeit. Man findet das auch auf unserer Homepage, die Links zu unseren Partnern und so weiter und so fort. Ja. Zu den Partnern noch kurz. Die Koordination liegt bei der Uni NMBU in Norwegen. Unsere Partner kommen aus, ich glaube, 11 EU-Staaten und UK und ich glaube, aus der Schweiz ist aktuell niemand dabei. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Assoziation im Laufe des Projektes. Wir haben nämlich gerade erst angefangen. Genau. Indiescale hat in dem Projekt die Aufgabe, erstmal grundsätzlich Datenmanagement-Services anzubieten mit unserer Software Linkahead. Wir werden außerdem Linkahead weiterentwickeln von einer eher Single-Site-Applikation hin zu einer föderierten, hierarchisch organisierten Knowledge Base oder Datenbank. Und wir werden ein Interoperabilitäts-Interface erstellen, um die Datenspaces in verschiedenen Institutionen zu einem großen Datenspace zusammenzufügen. Die Institutionen müssen dabei sozusagen auch Länder und Rechtsgrenzen überwinden und man muss darauf achten, dass IP-Rechte geschützt werden, Ownership von Daten und so weiter und so fort. Linkahead werden wir benutzen, um Daten aus Experimenten, Simulationen und Analysen und von Sensoren zu sammeln und außerdem auch die Ergebnisse von Machine Learning und AI-Algorithmen, Time Series Analysis und so weiter wieder zurückzufüttern in die Fertigungslinien, um sozusagen möglichst schnell auf festgestellte Parameter reagieren zu können und eventuell in der Fertigung direkt was anpassen zu können, noch während das Ganze stattfindet, um eben möglichst wenig Ausschuss bei der Herstellung zu produzieren. Und es geht darum, diese ganzen Daten zwischen den Partnerinstitutionen zu teilen. Jetzt möchte ich sozusagen zu dem Produkt als solchem kommen. Linkahead ist ein Forschungsdatenmanagementsystem. Wenn ich Forschungsdaten sage und ich komme zu einem Business Lunch, dann sollte man vielleicht noch dazu sagen,
falls das nicht ohnehin klar ist, auch in der kommerziellen Welt wird natürlich geforscht. Also das heißt, das ist nicht auf universitäre Kontexte beschränkt oder es ist nicht auf industrienahe Forschung oder sowas beschränkt, sondern wir haben durchaus Kunden, die das einsetzen, die eigentlich mit der Universität oder der akademischen Forschung in dem Sinne nichts mehr zu tun haben, die aber innovative Produkte entwickeln, für die sie diese Fähigkeiten, die wir bereitstellen, eben auch gebrauchen können. Der Fokus dabei liegt trotzdem auf den Personen, die das durchführen. Also auf der Fokus, wenn wir überlegen, welche Funktionalitäten brauchen wir, wie designen wir das System weiter, wie entwickeln wir es weiter, liegt auf den Leuten, die die Forschungsarbeit tun, die in den Laboren stehen, die die Simulationen machen und so weiter und so fort. Außerdem finden wir zu einem Research Data Management System gehört, dass wir uns an die aktuell geltenden Regeln halten. Es gibt Fair Guiding Principles, es gibt Forschungsdatenpolicies in den Institutionen, es gibt Standards und Best Practices, die man berücksichtigen sollte. Und außerdem gibt es in den Organisationen auch einfach rechtliche und individuelle Regeln, die man irgendwie einbauen muss in dieses Forschungsdatenmanagement und möglichst einfach machen soll, diese Regeln auch einzuhalten. Und man muss natürlich diverse Rahmenbedingungen mit betrachten. Das sind Kapazitäten an Bandbreite und an Speicherkapazität. Es geht darum, verschiedene Datenstrukturen, Dateiformate oder Software und Tools zu integrieren. Es gibt, wann immer man irgendwo anfängt, gibt es ja bereits etablierte Workflows, die es zu berücksichtigen gibt. Denn sozusagen den Wechsel herbeizuführen, wäre ein unglaublicher Energieaufwand. Wenn man das also vermeiden kann, vermeidet man es lieber. Und außerdem ist es auch so, insbesondere in der Forschung, die Leute wählen halt die Workflows und die Tools, die am besten das machen, was sie machen müssen. Also die haben einen Grund, weshalb die eine bestimmte Programmiersprache benutzen. Die haben einen Grund, weshalb die ein bestimmtes Analyse-Framework benutzen oder einen bestimmten Sensor kaufen. Außerdem gibt es häufig sozusagen Bestandsdaten, die man möglichst ohne sie anzufassen integrieren möchte. Man möchte die nutzbar machen, ohne das jedes Mal zu migrieren. Sobald man ein neues Tool hat, braucht man irgendwie wieder eine Migration. Das möchte man eigentlich verhindern. Sondern besser wäre es, die Daten liegen dort, wo sie schon liegen, und ein Datenmanagementsystem fasst die gar nicht an, sondern integriert die. Die können gemonitort werden. Man macht eventuell darauf neue Analysen und neue Daten entstehen, aber die Bestandsdaten selber dürfen so bleiben, wie sie sind. Und oh, habe ich eine übersprungen? Gut, und die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Wir haben sozusagen mit diesem Hintergrund, was so ein System alles können muss, Linkahead entwickelt, in dem Fall am konkreten Beispiel. Dazu komme ich gleich noch kurz. Und wir haben gesagt, also das System muss wahnsinnig flexibel sein, um sich an diese ganzen unterschiedlichen Konditionen und Bedürfnisse anpassen zu können. Es sollte agil sein, um klein starten zu können und es immer wieder anpassen zu können, ohne dass man da durch die Anpassung sozusagen einen großen Mehraufwand hat. Und es sollte möglichst unaufdringlich sein. Das Tool muss die Leute trotzdem die Arbeit machen lassen, wie sie sie eigentlich machen müssen. Also es gibt, wie gesagt, im Forschungsbereich wählen die Leute die Workflows und die Tools, die das machen, was sie brauchen. Und das Datenmanagement muss außenrum kommen. Wir stellen uns das ungefähr so vor, dass wenn gerade der Forschende nicht an seinem Arbeitsplatz sitzt, da so ein Roboter kommt und sich die ganzen noch nicht eingescannten Dokumente, irgendwelche Ordner nimmt und den ganzen Arbeitsplatz einmal aufräumt. Und wenn die Person dann wiederkommt,
von der Kaffeepause, ist alles weggeräumt, an den richtigen Ort gespeichert, fertig analysiert, entsprechend Analyse-Pipelines angestoßen und die Ergebnisse davon wieder zurückgespeichert. Und ideal ist es eigentlich, wenn man nicht so viel davon mitkriegt, dass das gerade im Hintergrund passiert. Ein kurzer Blick zurück an dieser Stelle. Also Linkahead wurde entwickelt am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Und hier kommt der frühere Name ins Spiel. Das ist ChaosDB. Der Hintergrund davon ist, dass diese Gruppe im Bereich komplexe Systeme und Chaosforschung aktiv ist. Konkret geht es um Prädiktion und Verhinderung von Herzrhythmusstörungen, die ein chaotisches Verhalten des Herzens, der Elektrophysiologie des Herzens sind. Und daher der Name, der ist aber schlecht vermarktbar, weil die Leute an die Deutsche Bahn denken und an Chaos. Und deswegen haben wir uns im Laufe der Zeit von diesem alten Namen verabschiedet und den neuen Namen entwickelt. In Production ist es benutzt worden seit ungefähr 2016 für große Mengen an Bilddaten von Experimenten aus diesem Herzforschungsbereich. Das wurde dann, als es publiziert wurde, als Open Source Software in 2018 auf GitLab auch in anderen Bereichen eingesetzt. Erstmal nahe verwandte Bereiche wie zum Beispiel Hirnforschung, die ähnliche Bedürfnisse haben, große Bilddaten, viele Analyse-Pipelines, die darauf arbeiten, vieles, was man automatisieren muss, weil zum Beispiel so ein Herz oder auch ein Hirn, wenn man da ein konkretes Präparat hat, muss man aus diesem wertvollen Objekt möglichst viele Daten rausholen in so einem Experiment. Man muss ethisch rechtfertigen, dass man das Experiment macht und man muss versprechen, dass man es möglichst effizient macht. Und deswegen geht es darum, viel zu automatisieren. Zunehmend genutzt, außerhalb dieser Bereiche komplexe Systeme, zum Beispiel im Bereich Biophysik, im Bereich Geophysik, wurde es seit 2020 ungefähr. Und mittlerweile wird es sehr vielfältig eingesetzt für Sample Management, als Literaturdatenbank, Management für Rohdaten jeder Art, für die Automatisierung von Laboren und Analyse-Pipelines, fürs Indizieren und Annotieren von Data Lakes und Repositories. Und dann kam im Prinzip irgendwo in der Mitte davon, 2019, auch die Ausgründung der Firma aus dem Max-Planck-Institut, weil die Frage am Ende von den Promotionen von Leuten war, wie kann das Projekt, das bis dahin nur im Eigenentwicklungsbetrieb betrieben wurde, wie kann das auf langfristige Beine gestellt werden? Denn die Leute wollten es weiter benutzen, aber wenn die Leute weggehen, die das maintained haben und entwickelt haben, dann stirbt so eine Software auch schnell weg. Dann gibt es 2 Jahre keine Updates mehr und dann war es das. Und deshalb wurde die Firma ausgegründet, weil auch klar war, auch andere Leute wollen das haben. Und unsere ehemaligen Kollegen sind mittlerweile unsere längsten und treuesten Kunden. Und wir machen das aber auch mittlerweile für andere, mit denen wir nicht zusammen studiert oder promoviert haben. Wie stellen wir uns Linkahead im täglichen Forschungseinsatz vor? Ich gehe dazu erstmal vielleicht auf den täglichen Forschungsalltag so ein. Wir haben womöglich Forschungsdaten, die aufgenommen werden. Das ist rechts unten mit einem ELN oder auf anderem Wege irgendwie automatisiert. Wir greifen Daten und Ergebnisse aus Experimenten ab. Es gibt numerische Simulationen, es gibt Datenanalysen und das Ganze wird irgendwann hoffentlich in einer erfolgreichen Publikation landen
Und daraus hervorgehen wieder neue Ideen, neue Forschungsfragen, die wieder dazu führen, dass dass dieser Lifecycle von neuem angestoßen wird. Und wir stellen uns vor, dass Linkahead das erste Tool nach dieser Datenaufnahme, nach dem Erstellen der Daten ist und das letzte Tool kurz bevor Daten in ein öffentliches Repository wandern, bevor Daten publiziert werden, bevor Daten an andere Institutionen rausgegeben werden. Und wozu braucht man jetzt an dieser Stelle agiles Datenmanagement? Dazu muss man wissen, dass Forschung passiert, bevor die Standardisierung fertig ist. Also häufig auch bevor sie einsetzt. Cutting-Edge-Forschung ist genau die, bei der die Standardisierung noch weit, weit weg ist. Das heißt, man kann sich auf wenig verlassen. Und deswegen ist es sinnvoll, einen agilen Ansatz zu wählen, um sich auf immer wieder wechselnde Bedürfnisse, immer wieder wechselnde Forschungsfragen, neue Tools, die man verwendet, neue Geräte, die angeschafft werden, neue Sensoren, neue Datenformate anpassen zu können. Und ein Teil davon ist Linkaheads innovatives Datenmodell. Ich werde es nachher ein bisschen demonstrieren. Aber die sozusagen Kernidee davon ist, es soll möglichst einfach sein, beziehungsweise nicht nötig sein, Daten zu migrieren, sondern alle Daten bleiben immer so, wie sie irgendwann mal aufgenommen wurden und werden auf diese Weise integriert. Insbesondere Bestandsdaten bleiben genauso, wie sie sind, weil da gibt es womöglich Tools, die genau damit arbeiten, dass sie an diesem Ort liegen und dass sie auf diese Art und Weise strukturiert sind. Und man braucht sich nicht im Vorhinein schon zu viel Kopfzerbrechen über die Zukunft machen, denn man weiß sowieso nicht, wie sie aussehen wird. Das Experiment, das ich heute habe, ist nur ein schwacher Hinweis darauf, wie das Experiment aussehen wird, das ich in einem Jahr mache. Eine kurze Auflistung einfach der Features, die wir mitbringen, um das alles zu realisieren. Linkahead hat ein semantisches Datenmodell und Suchfunktionalitäten. Das Schema, in dem Daten gespeichert werden, wird komplett durch die User definiert. Es gibt ein webbasiertes Interface. Es gibt Interaktion und Monitoring von externen Filesystemen. Es gibt serverseitige Scripting-Funktionen, mit denen man das System erweitern kann. Es gibt eine extra entwickelte ETL, ein ETL-Modul, also Extract Transform Load. Da geht es darum, Daten aus anderen Quellen zu ziehen, aufzubereiten und in das System zu integrieren. Ich werde es demonstrieren. Außerdem haben wir User Management, was man so braucht, und Access Control. Und es gibt Softwarebibliotheken für diverse Programmiersprachen. Hier ein kurzer Überblick über die Architektur, was alles dazugehört. Wir fangen links an. Das ist in der Mitte der noch in diesem Namen befindliche ChaosDB Server. Eine Java-Applikation, an der es verschiedene APIs gibt. Fürs Web eine REST-API, eine gRPC-API. Und diese wird angefragt von verschiedenen Libraries in Programmiersprachen wie C++, JavaScript, Julia, Octave oder auch Python. Es gibt ein File-Backend, das intern abstrahiert, dass es irgendwo verteilt, womöglich Daten gibt auf diversen anderen File-Backends. Und es gibt ein SQL-Backend, das die Metadaten speichert. Auf der rechten Seite sehen wir diese ETL-Software. Wir nennen das Crawler. Der Crawler funktioniert ganz grob so, dass man dem Crawler über sogenannte Seafood-Plugins erlaubt, verschiedene Daten zu verstehen, zu parsen,
Updates da drin oder Veränderungen da drin zu erkennen und jeweils in den Server einzutragen. Der Crawler braucht dafür ein Datenmodell, das von Usern definiert werden muss. Außerdem braucht der Crawler eine Definition darüber, in welcher Hierarchie Daten gespeichert sind, wo er die finden kann und so weiter und so fort. Und er braucht noch einen Hinweis darauf, wie er Identität von Daten feststellen kann. Das heißt, ein Experiment könnte zum Beispiel eindeutig durch den Experimentator, die Experimentatorin und den Tag oder die Uhrzeit identifizierbar sein. Kommen wir kurz zur Integration in andere Software, zum Beispiel für Analyse. Ein beliebtes Tool im Machine Learning-Bereich, generell Datenanalyse im wissenschaftlichen Bereich ist Jupyter. Und das linke Head Webinterface lässt sich hervorragend verwenden, um mit Jupyter Notebooks zu interagieren. Man kann im linke Head Webinterface nach Daten suchen, dort entsprechende per Copy-Paste sich Code generieren lassen, den man also sich Code generieren lassen, den man per Copy-Paste in Jupyter Notebooks einfügen kann, um direkt in den Jupyter Notebooks mit Daten aus der Datenbank zu arbeiten. Außerdem integrieren wir verschiedene, oh, hier fehlt ein Bild, integrieren wir verschiedene ELNs. Ein Beispiel hierfür ist elibftw. Es gibt dazu ein separates YouTube-Video, das hier verlinkt ist. Wenn man das sucht, linke Head elibftw, findet man das auch auf YouTube. Dort wird gezeigt, wie die Funktionalität von elibftw, also einem Electronic Lab Notebook für den chemischen Bereich, durch linke Head erweitert wird. Erstmal werden Daten aus elibftw in linke Head indiziert. Wir können deswegen auf die mächtige Suche von linke Head zurückgreifen. Und wir können Daten aus elibftw, zum Beispiel mit Daten aus anderen ELNs, Daten aus Analyse oder Modeling-Skripten und so weiter und so fort verknüpfen und erweitern insofern die Funktionalität von elibftw oder binden elibftw in viel komplexere und größere Workflows ein, als es eigentlich vorgesehen ist durch elibftw, was ja sozusagen einen Fokus auf die Laborumgebung hat. An dieser Stelle mache ich manchmal die Live-Demo. Das kann man jetzt aber vielleicht selber machen, weil ich gleich noch eine kleine Präsentation, Demonstration des Crawlers machen wollte. Man findet die unter demo.indiescale.com und es gibt eine Tour, durch die kann man sich durchklicken, die erläutert ein paar der Features, insbesondere des Webinterfaces. Einmal kurz zum Deployment und zu Lizenzen. Wir machen, also Linked kann on-premise deployed werden oder als Cloud-Service. De facto hat nie jemand den Cloud-Service gebucht. Alle machen das on-premise. Das ist auch okay für uns. Alle Softwarekomponenten sind Open Source. Es gibt kein Freemium-Modell oder ein Open Source Core und einen Closed Source erweiterte Funktionalitätsanteil, sondern es ist komplett unter AGPL veröffentlicht. Wenn man bei uns das einkauft, kriegt man Service, aber die Software ist die gleiche. Außerdem ist die Dokumentation frei online zur Verfügung gestellt. Es gibt am Ende noch einen Link. Und insofern ist es 100% open. Hier deswegen kurz die Werbung. Finanziert wird das Ganze dadurch, dass wir Services machen. Das heißt, wir bieten Consulting und Services für Deployment, Customization und Weiterentwicklung an. Und machen auch einfach Maintenance und so weiter und so fort. Support. Außerdem zu unseren aktuellen Aktivitäten, insbesondere in dem Projekt Linked Head. Wir sind Teil des ELN-Konsortiums. Da geht es darum, ELNs miteinander zum Sprechen zu bringen, indem man sich auf einen Austausch
Format, ein offenes Austauschformat einigt. Wir sind dabei, Omero, eine Bilddatenbank, zu integrieren. Und wir sind unterwegs im Bereich Fair Digital Objects vom Fair Forum und entwickeln dort ein Testbed und ein Manager, um Fair Digital Objects anzulegen. Und auch Linkahead soll frühzeitig faire Objekte in dieser Hinsicht erzeugen und speichern können. Außerdem sind wir, wie eingangs erwähnt, im Horizon Europe Konsortium BATCAD assoziiert, um Linkahead dort weiterzuentwickeln und einen digitalen Twin zu entwickeln. Noch einmal zusammengefasst, wo man noch weitere Informationen findet. Wir haben die Website getlinkahead.com. Es gibt die Online-Demo, demo.indiescale.com. Es gibt Dokumentationen, Software-Repositories. Außerdem gibt es auch zwei Software-Paper. Das erste Paper 2019 von mir und meinen Kollegen ist entsprechend auch schon ein bisschen veraltet, aber Grundprinzipien, Design, Überlegungen stimmen immer noch. Es gibt ein neueres Paper, das auf diesen agilen Charakter eingeht und insbesondere das Crawler-Framework erläutert. Der ist erst kürzlich veröffentlicht worden. Also noch einmal zusammenfassend, haben wir bei Linkahead einen Fokus auf die Forschenden und ihre Aktivitäten. Linkahead ist designed, um möglichst flexibel, agil und wenig aufdringlich zu sein. Wir haben früher auch gerne von minimalinvasiv gesprochen. Wir integrieren Linkahead in existierende Workflows und versuchen, diese nicht anzupassen und nicht zu verändern. Und das Ganze ist eine Open Source Software, das heißt, man kann es im Endeffekt auch selber machen, selber weiterentwickeln, an der Entwicklung teilnehmen.